Hallo liebe Serienjunkies, willkommen zu meiner neuen Rubrik Fortsetzung folgt, in der es künftig das geben wird, was vorher in der Teestunde war. Das heißt, ich werde über Serien, Filme, Musik, vielleicht auch mal irgendwann noch andere Sachen sprechen. Also alles, was so groß, grob gesagt, unter Entertainment fällt. Und heute gibt es sozusagen ein kleines Special, weil ich möchte nicht über die Sachen reden, die jetzt schon laufen, die ich schaue, was genug ist, sondern über die Serien, die jetzt im Spätsommer, Herbst starten und die ich verfolgen werde, teilweise auch im Blog dann reviewen werde. Und ich versuche das möglichst kurz abzuhandeln. Wie immer habe ich mein schlaues Buch bei mir, weil ich sonst nicht wüsste, wann das alles startet. Und ich habe das hier chronologisch aufgeschrieben, das heißt, es geht alles im September los. Bis auf zwei Sachen, die dann im Oktober starten. Und den Anfang macht am 24.09. Heroes Reborn. Möglicherweise habt ihr davon schon gehört. Heroes war eine Serie, ich kann nicht ganz genau sagen, wann das war, das dürfte inzwischen auch 6-7 Jahre her sein. Im Grunde, wie jetzt auch diese Superheldenfilme so, es war so, es ging immer um Menschen, die besondere Fähigkeiten haben. Und ich habe die Serie damals sehr, sehr gerne geguckt, wobei ich einschränkend sagen muss, dass eigentlich wirklich gut nur die erste Staffel war. Und ohne dass ich es richtig verfolgt hätte, habe ich irgendwie gemerkt, dass dann irgendwann Bryan Fuller weg war, den ich verehre, wie ihr hoffentlich wisst. Und ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es am Ende gab, aber relativ zum Ende hin kam er nochmal kurz zurück. Und auch das wusste ich nicht und habe aber in der Qualität der Geschichten gemerkt, irgendwas ist da passiert. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich war, wie gesagt, eine Staffel lang richtig Fan und den Rest habe ich dann nur noch so verfolgt, um im Grunde zu wissen, wie es ausgeht und weitergeht. Bin jetzt relativ neugierig auf die Neuauflage, wobei ich nicht weiß, inwiefern das mit dem Original was zu tun hat. Es gibt wohl ein paar Schauspieler, die wieder mit dabei sind. Ich weiß auch nicht, welche von den Autoren jetzt dabei sind, ob Bryan Fuller da irgendwas zu tun hat. Ich vermute eher nicht, weil er hat ja mit Hannibal doch recht viel zu tun. Aber ich bin neugierig, werde auf jeden Fall mal reinschauen und auch berichten. Und ich denke, das ist für alle, was die Heroes damals gesehen und gemocht haben. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp. Am 27.09. gibt es wieder Once Upon a Time. Das ist jetzt die 5. Staffel? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich dieses Jahr wieder einschalten werde. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, beim letzten Mal, wo ich über das Staffelfinale geredet habe, dass ich relativ unzufrieden war mit der letzten Staffel, dass einfach irgendwie fast alles, es wiederholt sich storymäßig irgendwie immer. Es geht immer darum, dass irgendein Bösewicht kommt und irgendwas Böses für die Stadt will. Und am Ende werden die Bösewichte natürlich besiegt und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und da ist irgendwie nicht mehr besonders viel erzählerisches, erzählerisch Neue dabei. Und auch wenn ich die Charaktere sehr mag, momentan bin ich sehr unsicher, ob ich wieder einschalten werde. Agents of S.H.I.E.L.D. am 29.09. Das ist natürlich ein ganz großes Thema für mich. Ich habe die 2. Staffel jetzt erst kürzlich abgeschlossen, 2-3 Wochen her. Bin wahnsinnig gespannt, wie die 3. Staffel weitergeht. Ich habe schon, also es war ja letztens die Comic-Con und man konnte Gott sei Dank auf YouTube vieles davon auch ansehen, von den Panels. Ich habe mir das Panel von Agents of S.H.I.E.L.D. angesehen und habe gleich wieder Lust bekommen. Also sie haben zwar natürlich nicht viel verraten, aber so diverse Andeutungen gab es da schon. Und letztendlich, ich war ja so zufrieden mit der 2. Staffel und sehr, sehr gespannt. Was auch wieder kommt, ist Sleepy Hollow. Das stand relativ lange auf der Kippe. Wird, glaube ich, ein bisschen anders ausfallen, die 3. Staffel. Also sie haben ja schon in der 2. versucht, so ein bisschen eine andere Richtung einzuschlagen. Und ich schätze, das wird dann in der 3. Staffel nochmal stärker zum Tragen kommen. Nachdem vor allem das Finale der 2. Staffel sozusagen ein Game Changer war, wo einfach viele von den Storybögen abgeschlossen wurden. Und durchaus auch ein paar Leute gestorben sind. Und insofern kann gut werden, wenn sie wirklich ein gutes neues Konzept für die 3. Staffel finden, kann natürlich auch völlig in die Hose gehen. Letztendlich, ich mochte die Charaktere von Anfang an und bin schon allein deshalb wieder dabei und möchte auch auf jeden Fall festhalten, dass ich wieder reviewen werde. Auf gut Glück. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die 3. Staffel gut wird, aber ich habe damit angefangen und werde es auf jeden Fall auch fortführen, solange es irgendwie geht.
Und da könnt ihr euch also drauf freuen. Sleepy Hollow kommt am 1.10. wieder. Also ich werde da wieder versuchen, möglichst zeitnah auch das zu reviewen. Außerdem gibt es auch wieder Reviews zu iZombie. War mit der ersten Staffel ja sehr zufrieden, habe ich auch schon erzählt. Meine Kritik zum Finale war mehr oder weniger eine Lobeshymne. Wie gesagt, also wenn sie... Es ist natürlich immer schwer nach einer ersten Staffel, die ist oft stark, weil sie einfach, weil die Autoren einfach alles reinpacken, was sie erzählen möchten. Auf der anderen Seite wurde vieles angerissen, was für die zweite Staffel durchaus gut sein könnte. Und insofern, wenn sie das Niveau halten und wenn sie vielleicht auch nicht so ganz quasi so 0815 weitermachen. Also mir hat es viel gegeben, wo sie dann sich ein bisschen auch von diesem Fall der Woche gelöst haben und mehr so auf diese Mythologie eingegangen sind. Und wenn sie das mehr verfolgen und nicht immer nur quasi den Mordfall der Woche bringen, hat das auf jeden Fall seine Vorteile und ich bin da sehr gespannt. iZombie kommt am 6.10. wieder. Also das sind jetzt alles US-Serien. Das ist halt so die Saison, glaube ich, im September und Oktober, wenn die neuen Serien starten. Es starten natürlich noch sehr viel mehr, aber da müsst ihr dann selber mal ein bisschen googeln, weil das sind wirklich nur die Sachen, die ich verfolgen werde. Und vieles andere ist für mich nicht so relevant. Zu den Sachen, die jetzt in Deutschland starten, möchte ich gar nicht so viel sagen. Ich wollte nur erzählen, dass iZombie, das hatte ich schon, glaube ich, mal erzählt, von ProSiebenSat.1 gekauft wurde. Ich vermute, es wird bei ProSieben laufen, da wird es am besten reinpassen. Es gibt noch kein Startdatum. Meine Vermutung geht allerdings schon dahingehend, dass die im Herbst das in Angriff nehmen. Es wird einfach passen. Eine andere Serie, die von ProSieben Max übernommen wird, ist Helix. Werdet ihr euch auch erinnern, ich habe die ersten beiden, also es gab ja nur zwei Staffeln, ich habe beide Staffeln gesehen, war hin und weg, habe nichts verstanden, es war ziemlich trashig. Es wurde leider auch eingestellt und es gab nie wirklich hinreichend Antworten auf alle Fragen, aber es ist eine Serie, die irgendwie was hat. Und deswegen würde ich sie auch diversen Leuten empfehlen, so wie ich sehe, dass sie angekündigt ist. Es gibt, wie gesagt, auch da noch keinen Starttermin, aber auf jeden Fall ProSieben Max hat das verkündet. Die Sender haben ja letztens alle ihre Senderpläne für 15 und 16 bekannt gegeben, das heißt so diese Herbst-Wintersaison. Und da war relativ wenig Interessantes dabei. Es waren eigentlich hauptsächlich Serien, die einfach jetzt fortgesetzt werden. Wenige Sender haben was Neues eingekauft und das meiste davon war für mich auch nicht so interessant. Aber wie gesagt, also bei Helix habe ich mich gefreut, weil da ist ja bekannt, dass es eingestellt wurde. Und es ist immer so eine Sache, ob die Serien dann auch noch von deutschen Sendern gekauft werden, wenn schon von vornherein klar ist, dass es nicht weitergeht. Also jetzt gerade ein gutes Beispiel ist auch Hannibal. Das wurde jetzt nach der dritten Staffel eingestellt, leider Gottes. Ich bin jetzt noch bei der dritten Staffel gerade. Und habe mich immer gefragt, ob die zweite Staffel, die müsste ja langsam mal im deutschen Fernsehen kommen. Momentan bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob Sat.1 das nochmal aufnehmen wird, nachdem sie jetzt eben wissen, dass es nur noch drei Staffeln gibt. Und ich glaube, die Quoten waren auch bei der ersten Staffel bei denen nicht so besonders gut. Wird mich jedenfalls nicht überraschen, die waren ja nicht mal in den USA besonders gut. Und insofern ist es ein bisschen traurig, weil ich kenne Leute, die gucken es halt auf Deutsch. Und die haben keine andere Möglichkeit und ob die sich jetzt extra hier die DVDs, Blu-rays kaufen, ist die andere Frage. Fakt ist, die kommen meines Wissens im Dezember. Das heißt, wenn Sat.1 bis November, Dezember nicht irgendwie was auf die Reihe kriegt, dann kann man davon ausgehen, dass die es nicht mehr bringen. Und ob es dann irgendwann überhaupt noch im deutschen Fernsehen läuft, ist halt die Frage. Ja, das ist im Grunde alles, was ich dazu sagen möchte. Eine Serie, die jetzt in den USA gestartet ist, ist Masters of Sex, dritte Staffel. Erste Folge habe ich schon gesehen. Erwähne ich jetzt auch nur, weil es jetzt wirklich ganz aktuell ist. Also das ist quasi auch schon so eine Ankündigung. Könnt ihr noch einsteigen, wenn ihr jetzt Interesse dran habt. Ich fand die erste Folge etwas verwirrend, weil man nicht genau weiß, wie viel Zeit vergangen ist. Die Kinder sind jetzt alle schon so alt geworden irgendwie. Und ich war jetzt irgendwie bis zu den letzten 5 Minuten nicht so richtig sicher, ob die ob hier Masters und seine Frau, ob die überhaupt noch verheiratet sind, weil sie hatten nicht so, also sie sind nicht so miteinander umgegangen, als wären sie noch verheiratet. Aber sie sind jetzt auf jeden Fall in den 60ern angekommen und die Mode da, also man merkt das wirklich so auch am Modestil und insofern, die Serie gibt sich da sehr viel Mühe und ist auch weiterhin ein Tipp. Schaut da wieder rein, wenn ihr die ersten beiden Staffeln mochtet.
Und das war es auch schon für dieses Mal. Ich werde wahrscheinlich in 2 bis 3 Wochen wieder eine Sendung Fortsetzung folgt machen und da dann wirklich auf das eingehen, was ich aktuell gucke. Und ja, bis dahin gehabt euch wohl. Und beim nächsten Mal sehen wir uns vermutlich zur Teestunde, zur neuen Teestunde mit meinen Lieblingen des Monats. Bis dann!